Die wissen schon gar nicht mehr, wo sie angreifen sollen oder hinrennen sollen und verteidigen sollen. Unten kommen sie auf jeden Fall nicht weit. Nee. Bleibt mal hier erstmal. Sehr gut. Waffen. Die lagern Waffen ein, die Schweine. Alles klar. So, hier kommt auch ein Lazarett jetzt hin. Dann können wir die Soldaten auch da noch heilen. Hier die zwei Türme eingerissen, das ist schon mal gut. Wenigstens unsere Ruhe. Vorerst. Sehr gut, das Ding ist fertig. Verräte Steinmetz hin. Dann haben wir wieder Steine wenigstens. Da fehlen noch zwei. So, dann kriegen wir die da auch raus. Träger müssen wir genug haben, ja. Über 300, dann reicht das. Da fehlt ein Stein und da fehlt wahrscheinlich auch noch ein Stein. Die Bäcker arbeiten auf Hochtouren. Machen wir da noch einen Bäcker hin und eine Schweinerei. Das hier, Bienenzucht, okay. Wird das dann durch? Müssen wir einfach bloß die Römer mit dem Lager da kaputt hauen. Das würde dann richtig klasse sein. So, dafür nur noch zwei Steine. Ah, die kriegen wir auch bald. Kollege Steinmetz ist schon unterwegs. So, die Damen. Das gehört noch gar nicht mehr. Okay. Ach, da. Eisenerzmine, Kohle, 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 bla bla bla. Wenn die arschigen Priester nicht mehr, dann hätte ich die schon längst mal richtig erledigt. Gegner. Aber so wird es natürlich ein bisschen schwer. So, bitteschön. Hier Steine, 5 Steine sogar waren es. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Kampfkraft ist bei 76. Und steigt immer noch. Oh, würde schön richtig lang laufen, ne? Da wo ihr auch hin sollt. Wo ist denn der andere komische Typ hier, der Steinmetz? Ist der noch irgendwo am Rumlaufen? Ach, der läuft hier unten lang, alles klar. Alles klar. So, da sind die Steine zusammengekommen. Verteidigung steht auf jeden Fall wieder 1.
Müller hat schon wieder so viele. Schweine zurück. Hatte ich hier, naja. Hier noch zwei Steine. Die dürften aber auch bald kommen. Kohle ist auf jeden Fall eine Menge da und Eisenerz. Da ist der Steinmetz. Sehr gut, das Lazarett ist fertig. Und die Heilerin kommt auch schon. Sollen die mal hier runter gehen und das Gebirge einnehmen? Honig fehlt jetzt auf jeden Fall. Das ist natürlich doof. Aber gut, dass ich schon vorgesorgt habe mit dem ganzen Unsinn. So, sind die alle geheilt? Ja. Scheint so. So, wir können ja mal hier einen kleinen Überraschungsangriff machen. Und bei denen greifen wir richtig an. Die laufen ja bestimmt alle darüber jetzt. Dann holen wir uns hier auch ein bisschen, na gut, das Gold kriegen wir wahrscheinlich noch nicht ran. Oh, hier die ganzen Waffen. Und krass. So, ihr wartet mal bitte hier noch vorne am besten. Da noch. So, holt euch schön den Turm erstmal. Sehr gut, die Dackeln jetzt nämlich darüber. Wir können erstmal den Turm hier einnehmen. Komm schon, holt euch den hier. Komm schon, das ist nur der. Ah, komm schon, wir haben bald keine Soldaten mehr. Der Turm ist schon mal unser. Und die nehmen noch Platz. Die sind ja auch noch so ein bisschen mit den Bögen. Die können keine Soldaten mehr produzieren, glaube ich. Das ist schon mal geil. Können schon mal zurückgehen. Den Turm kann ich leider nicht einreißen. Ah gut, den werden sie aber schon wieder zurückerobern. Mal wieder hier hoch, dann können sie wenigstens noch mit verteidigen da oben. Und der Turm, na gut, dann ist es so, dann ist er weg. Ist jetzt nicht so dramatisch. Alle bitte nach oben. So, dafür noch zwei Steinchen. Die kriegen wir noch nicht. Die sind noch unterwegs. So, ihr seid schon richtig hier.
Sucht euch mal hier im ganzen Gebirge da was raus. Das Gold, Eisenerz und Kohle. Da ist Kohle. Das Gold und Eisenerz. Nehmen wir auf jeden Fall. Wegen der nervigen Burg oder was? Die können immer keine Soldaten ranrufen. Das ist gut. Dann kriegen die auch keine mehr ran. Dann kriegen die auch keine mehr ran. Sehr schön. So. Ja, schon fast wieder alle geheilt. Ja, die müssen jetzt aufpassen, die Römer. Die sitzen ganz schön in der Tinte. Oh, so viel Kohle, ey, krass. So, Fische fangen die ja wenigstens. So, ab und zu mal wenigstens. So, also Kohle kommt auf jeden Fall noch, Gold kommt auch noch ganz gut was da raus. Haben wir ein paar Goldminen da. So, wir dürfen damit helfen. So, wie sieht's aus? Die Dame muss noch geheilt werden. Ansonsten sind sie alle. Sehr, sehr schön. Tempel füllen sich langsam wieder. Ein bisschen Honig kommt wenigstens raus. Ja, die Ägypter trauen sich jetzt auch. Mal schauen, die Ägypter wollen es jetzt auch wissen. Okay. Es war klar, dass sie das aufbrechen irgendwann. Aber so jetzt. Ja gut, wenigstens den noch platt gemacht. Aber irgendwann können die Römer auch nicht mehr weitermachen. So. Und die Ägypter kommen ja auch bald an hier und wollen sich auch eine Scheibe vom Kuchen hier abschneiden. Sollen sie versuchen? Ich habe eine Priesterin, die kann super zaubern. Kohlmine, Goldmine, Eisenerzmine, alle da. Kampfkraft ist bei 78. Mal schauen, ob die Ägypter jetzt wirklich antanzen oder nicht. Die sind ja schon weit gekommen, also dürfte ich sagen, ja. Werden kommen. Die wollen meine angebliche Schwäche wahrscheinlich nutzen. Blöde, wenn ich keine habe. Öle hinstellen. Wie sieht es beim Schlachter aus? Ja, ist okay. Na, sind die wieder abgehauen? Können wir ja mal gucken. Oh, die sind wieder abgehauen.
Haben sich wieder nach oben verkauft. Hier sind sie, die Panzerdaten.